Es gibt einfach eine Grundvoraussetzung, die ist wohl hinter in jedem drin, dass wir sowas wie unseren Wohlstand sichern wollen. Also ja, wir leben ja auch so in einer Zeit von Wohlstandsverlustangst. Also hinter allem steht irgendwie die Aktion, wir möchten unseren Wohlstand weiter behalten, ja? Und in dem Sinne müssen wir natürlich dann in die nächste Gesellschaft hüpfen, sonst muss man nicht. Wir können auch langsam so irgendwie runtersinken. Das tun wir im Grunde ja schon. Also praktisch, ich bin jetzt aufgewachsen in dem Zeitalter nach dem Krieg, wo viele so hinter der hohlen Hand gesagt haben, guck mal, wir haben den Krieg verloren, es ist alles platt gewesen, alles tot. Und wir sind jetzt, 20 Jahre später, sind wir schon wieder die Nummer eins. Das war wahnsinniger Stolz, also wieder Exportland und so weiter. Und wir haben alles von neu aufgebaut, was die anderen nicht mussten. Und wir haben das so wahnsinnig gut hingekriegt. Und da war Made in Germany und so weiter, der Gegenstand des Stolzes. Und unter Nummer eins hat keiner was gemacht. Also wenn jetzt jemand behauptete, irgendein Land ist doch besser als wir, das hätten wir nicht so gerne gewollt. Oder dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns anstrengen und besser werden. Also so ungefähr war ich jetzt in der Zeit meines Studiums. Und heute wird einfach uns unter die Nase gehalten, dass wir in Pisa und sonst wegen Studien so im guten Mittelfeld liegen. Und jetzt fangen die Leute an zu sagen, Mittelfeld ist doch ganz gut, reg dich nicht auf. Und da gibt es irgendwie so ein Missverhältnis zwischen dem, dass wir sagen, wir wollen den höchsten Wohlstand der Welt haben, das schon. Aber in diesen ganzen normalen Messungen sind wir zufrieden, wenn wir im Mittelfeld sind. Und da würde ich als Hochschullehrer sagen, also es gibt Studenten, die sind immer durchschnittlich gut, also so normal. Das ist okay. Also wenn einer durchschnittlich gut ist, kann er sein. Ist in Ordnung. Kriegt dann durchschnittlich viel Lohn, alles gut. Und was Deutschland so ein bisschen mitgemacht hat, dass es ein Einserschüler war, 1 plus, und will immer noch denselben Lohn und das Taschengeld von Vater haben für die 1 plus, ist aber inzwischen auf 3 abgesunken. Und sagt, 3 ist schon ganz gut. Und das ist eine gewisse Gefahr. Also man muss ja nicht nur gucken, wie ein Land performt, also den Ist-Zustand, sondern ich muss gucken, woher er kommt. Also der Zustand, den wir jetzt haben, der ist okay. Also der ist jetzt durchschnittlich gut, aber wir sind mal von oben gekommen. So, und was ich einfach sehe, ist diese Kurve. Und wo geht die jetzt hin? Sind wir morgen immer noch durchschnittlich? Ja? Wir haben ein Land nach dem anderen irgendwie abgehakt. Dann sagen wir, Singapur ist klein, das sind nur ein paar Millionen Einwohner, das können die. Und Skandinavien ist auch kein großes Land, das können die. Und Schweiz, na gut, das ist Sonder. Und immer mehr werden besser als irgendwie verargumentieren das. Und das finde ich nicht gut. Also da könnte man mehr Ehrgeiz haben. Und sagen, komm jetzt. Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Ja, das kann natürlich Solar, Medizin, Technologie und so weiter sein. Es gibt auch ganze Konzerne, die sich jetzt umrichten, wie Siemens, die jetzt sehr viel in Medizintechnologie reingehen, ja, also die praktisch so eine ganze Mutation mitmachen. IBM tut das ja auch, ja, also mit wirklich alle 10 Jahre neu erfinden. Es gibt einige Firmen, also bei IBM ist es jetzt fast so ein wichtiges Element des ganzen Denkens, dass man sich wirklich immer zu neu erfindet. Also wirklich alle 5 Jahre. Also muss man nicht jedes Jahr machen, das ist viel zu viel Abrieb, aber so, dass man alle 5 Jahre mal eine andere Vorstellung hat. Ja, also, und dann wirft man sowas wie das Alte weg und kommt mit neuen Geschäftsfeldern vorne dran. Das müsste man auf Landesebene auch machen. Also diese Nachhaltigkeitsstrategie, sich immer für die Zukunft neu auszurichten, die muss man eben auf der politischen Ebene irgendwo auch machen und sagen, welche Berufe brauche ich eigentlich nicht mehr? Ja, und welche will ich haben? Ja, und dann muss man einen Plan haben, wie man da hinkommt. Ja, also ich komme gerade von der Energietagung heute und da wurden so valide Argumente gesagt, dass wir in Deutschland ja noch einen großen Stromverbraucher haben, die Aluminiumindustrie, die im Grunde hier keinen richtigen Platz hat. Dann könnte man im Grunde die Aluminiumindustrie in die Sahara setzen, wo dann der Strom echt erzeugt wird, ja? Und wir werden wahrscheinlich die Stromwerke in der Sahara bauen und dann den Strom herfahren sozusagen, also, oder herschicken unter Verlusten und dann subventionieren wir hier die Strompreise, damit unsere Arbeitsplätze in diesen alten Industrien nicht verloren gehen. Und dann machen wir alle möglichen Hängepartien, ja, also in Landwirtschaft, in Bergbau und überall.
Und wir retten immer das Bestehende. Wir richten uns eigentlich nicht auf die Zukunft aus. Wir müssen einfach sagen, wo sind die nächsten Zukunftsfelder? Und dann muss man einen Plan haben, wie man sich von den Alten irgendwo langsam verabschiedet. Es gibt sowas wie eine Automatisierung vieler Dienstleistungen. Also praktisch habe ich ein bisschen, dass man im Reisebüro eben relativ selbst kann. Ich komme mit festen Vorstellungen da und weil ich vorher gesurft habe, wickeln die jetzt nur noch das Geschäft ab. Also ich weiß schon, welchen Flug ich haben will, habe ich mir alles im Internet angeguckt und jetzt kaufe ich da noch das Ticket. Sozusagen, dann geht dieser Beruf quasi von Beratung langsam auf Abwicklung. Ja, weil ich weiß dann, wenn ich zur Bank gehe, wie viel Tagesgeldzinsen es gibt, habe ich mich vorher erkundigt, habe mich auch schon entschlossen, das zu nehmen, brauche keine Beratung, gehe hin und sage, macht's jetzt. So. Und dann gehen manche Berufe gehen dann quasi von der reichhaltigen Beratung langsam in der Abwicklung. Und dann, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo die Beratung dann fast gar nicht mehr erbracht werden muss, werden die Berufe ganz automatisiert, weil die Abwicklung eigentlich nicht der Hauptteil ist, den man von Menschen abgewickelt haben muss. Und dann sehen wir jetzt so eine Tendenz in vielen Berufen, dass erst das Haupt halb automatisiert wird, dann kriegt das so eine Art Callcenter-Status, dann wird es nochmal standardisiert, industrialisiert und dann verschwinden die Jobs langsam in so Zeitverträge, Niedriglohnjobs oder in Outsourcing, ja, also so. Und da sehen wir einfach jetzt, dass sehr viele Berufsgruppen dahin gehen. Also wir sehen jetzt, es ist nicht eine Schere zwischen Arm und Reich, was da in meiner Zeitung steht, sondern eine zwischen den Leuten, deren Berufe jetzt quasi industrialisiert werden und langsam automatisiert werden. So. Und die müsste man irgendwie retten in das neue Gebiet. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir ja dann diese Jobs, die immer reichhaltiger werden. So, die Aufgabe wäre für ein Land, sich Gedanken zu machen, wie kriege ich die Leute, die automatisiert werden, was ja irgendwo überall passiert, einen Wert, da kommt man nicht raus, wie kriege ich die relativ schnell immer in den höheren Sektor? Wie gesagt, in großen Konzernen würde man sich das überlegen. Man stößt Geschäftsfelder ab und nimmt immer neue dazu, nach oben. Die Frage ist natürlich, diese Frage lösen auch die Konzerne nicht. Was passiert mit den Menschen, die ich nach unten weg automatisiere? Und stelle dann immer Hochschulabgänger nach oben ein. Wir müssen irgendwie die Frage stellen, wie kriegen wir das wieder geschlossen? Also es gibt neben dem reinen Bescheidwissen oder Abitur bestehen, gibt es ja andere Dinge. Also jetzt sagen wir mal in meiner Firma, oder anderswo sind wir mit überall großen Projekten beschäftigt. Ja, auch Sie können auch Gesetzesprojekte nehmen von Politikern oder was immer Sie wollen. Also irgendwas, wo viele Leute beschäftigt sind. Und Sie sehen, dass sich wenig bewegt überall, dass die Projekte irgendwie immer so stottern. Und wenn man sich zusammensetzt und warum funktioniert das nicht, dann sagen die Leute, die Komplexität hat zugenommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie kompliziert das ist. Das ist die erste. Fast noch an erster Platz wird stehen, die Kommunikation war schwierig, wir konnten uns nicht einigen, die Interessenkonflikte waren zu stark und es war keine gemeinsame Vision in dem Projekt. Wir hatten anderes Verständnis, haben uns dauernd gezankt, da waren Leute, die wollten nicht und so weiter. Dann ist irgendwas ganz kritisch, dass irgendwie der Wille fehlt, also dass jemand irgendwie sagt, ich nehme jetzt das auf die Hörner und gehe mit voller Energie durch. Das ist wieder eine andere Intelligenz. Ja? Dann gibt es irgendwo sowas wie eine Intelligenz, eine schöne Vision zu machen, dass die Leute von sich aus folgen. Ich muss irgendwas Einigendes in den Menschen haben. Ja? Also warum sie jetzt da hinterhergehen. Heute ist das Einigende meistens, wir müssen Geld sparen. Das seziert die ganze Sache. Also praktisch dann, da kommt natürlich ein gewisser Druck drauf, aber das Ganze kommt nicht in Bewegung, weil man das Geld lokal spart. Also ich spare jetzt in diesem Zimmer Geld, in dem anderen Zimmer Geld und so weiter. Das führt zu lokalen Optimieren und lähmt das ganze System. Und was wir eigentlich brauchen, sind so ein bisschen große Entwürfe, die wirklich Spaß machen, wo man hinterhergehen kann. Es geht einfach so um Gleichrichtung der Kräfte. Und wenn man normale Unternehmensführer hört, sagt also, wir haben die besten Leute, wir haben die besten Produkte, alles ist gut, aber uns fehlt irgendwie die Energie,
unsere vollen PS auf die Straße zu bringen. Sowas hört man sehr oft. Ja? Oder unsere Partei hat das beste Programm, das beste. Leider versteht uns der Wähler nicht und leider verstehen wir nicht, wie man die Massen mobilisiert. Und worum es heute in der nächsten Zeit geht, ist sowas wie die Leute irgendwie auf eine gleiche Linie zu bekommen. Begeistern, meinetwegen, es ist egal. Aber man braucht irgendwie eine gute Vision, man braucht Kraft, ein bisschen Charme dabei, man muss die Leute verstehen, mit ihnen kommunizieren können, klarkommen und so weiter. Und das ist alles nicht Gegenstand unseres Bildungssystems. Ja? Das würde man abbuchen unter Persönlichkeit bilden. Das ist nicht Gegenstand in der Schule. In der Schule werden quasi die Tugenden der normalen Intelligenz als Betragensnoten oben drüber geschrieben. Das ist Fleiß, Betragen. Die Psychologie sagt eher, dass man alles, was mit Seele und so und Persönlichkeit zu tun hat, am besten gleich mit dem dritten Lebensjahr schon drin haben sollte. Nicht mit 26. Und da kümmert sich eigentlich keiner drum. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass immer festgestellt wird, dass Leute, die einen vernünftigen sozioökonomischen Hintergrund im Elternhaus haben, rauschen einfach so durch die Schule durch, relativ mühelos, und die anderen haben es schwierig. Das liegt einfach zum Teil jetzt daran, also die Spaltung der Gesellschaft kommt auch darin, dass wir jetzt im Arbeitsleben diese anderen Faktoren brauchen, also nicht nur Wissen, sondern dieses Persönliche auch. Und das können unter Umständen viele Eltern gar nicht leisten. Die Schule will es gar nicht leisten, weil sie sagen, wir haben schon Schwierigkeiten mit dem Lehrplan genug. Also da gibt es dann hin und her so eine Schuldzuweisung, die Eltern sagen, das muss die Schule leisten. Die Schule sagt, jetzt auch, ist zu mir auch mal gesagt worden, als wir mal ein Pflegejahr hatten zu Hause, dass die Schule den Anspruch hat, dass die Kinder vollkommen fix und fertig gut erzogen da beim Unterricht abgeliefert werden. Und das ist meine Aufgabe und sie befüllen ihn dann mit Wissen. Das ist ihre Aufgabe. Aber so die Verantwortung für die Persönlichkeit eines Menschen wird irgendwo hin und her geschoben. Das kann nicht sein. Also im nächsten Zeitalter geht das nicht. Es gibt schon so Filmesammlungen, Lehrfilmsammlungen von 1.000, 2.000 Stück. Viele Universitäten stellen die Vorlesungen schon ins Internet. Ja, dann aber nur ein normales Video, nicht jetzt extra dafür gemachte. Da gibt es gute Entwicklungen, das kommt auch alles. Jetzt kann man sagen, wohin geht das jetzt in 10 Jahren hin? Weiß ich nicht. Ich kann sagen, was ich mir wünschen würde. Ja, ich nehme sowas wie so eine Schale wie Wikipedia vielleicht und hänge da diese ganzen Lehrinhalte ein, und man müsste sich irgendwie mal Gedanken machen, wie die in der bestmöglichen Form drin sind. Also dass alle Dramen als Videos drin, also ja, in verschiedenen Interpretationen, alle Wagner-Opern von allen in Bayreuth, allen Aufführungen, dass sich die vergleichend haben, und dann muss ich sagen, vielleicht die Sänger und irgendwas Biografien, Künstlerbiografien, Sekundärliteratur, Filme, dass ich zu jedem Tier, zu jedem Film dann ein Video drin habe, 5 Minuten Elefant oder eine Stunde Elefant, also in verschiedenen Formaten, ja, oder den Aufbau der Pflanze mit Kelch und Blütenblättern oder nur in ihrer Natur oder die Fortpflanzung und so, dass man ein gewisses Register vorgibt, wie man das Wissen der Welt neu organisieren will. Dass man, dann muss man diese Infrastruktur irgendwo in einer gewissen Weise bestmöglich entwickeln. Das muss man ordentlich machen, nicht so einfach jetzt so aus der Hand, wie ich das sage, sondern vielleicht mal 1-2 Jahre dran arbeiten und dann sowas wie ein Portal dazu eröffnen und dann die Jugend der Welt als Open Source Gemeinde verpflichten oder aufrufen, jetzt das zu machen. Ja, man könnte auch schon anfangen, vielleicht die Schüler als Abitur besondere Lernleistungen, einen wunderbaren Wikipedia-Artikel schreiben zu lassen. Also nicht sie aufzuklären, dass es das gibt, dass man das nutzen kann und wie man da was reinschreibt, sondern man kann ja das machen.